Eine Frau Vogel aus Ganghofen, die uns schrieb, dass ihr Nachbar etwas Einmaliges gebastelt hat, was wirklich mal einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt werden müsste. Wir fanden das auch und ich habe Frau Vogel gebeten, mir bei der Überraschung hilft zu sein. Hallo, mein Nachbar, grüß dich. Ich habe Sie heute überraschen, wie Sie dort so gut sehen sind. Schauen wir mal rein, Leute, geht nicht. Das ist ein Schlüssel von der Garage. Das ist ein besonderer Tag heute. Ja, jetzt geh weiter, jetzt gehen wir mit zwei miteinander. Ich weiß nicht, was hier ist, so schnell zusammen. Jetzt gehen wir, was für eine Zeit, schon langsam. Ja. Bist du so nervös, dass du nicht mehr aufsperren kannst? Grüß Gott, Herr Wahler. Was? Ja. Das fällt mir ganz aus. Morgen, Frau Vogel. Guten Morgen, das ist eine Überraschung. Das ist eine Überraschung. Ja. Ja? Ja, für uns auch natürlich, denn wir haben noch nie so etwas gesehen. Wie nennt man das? Ja, ich nenne es Spitznamen, also Mary, weil es nach einer Frau benannt ist, die war sehr störrisch ist. Und so ist es ein Einrad-Motorrad. Ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu bauen? Ich habe das im Sinsheim im Museum gesehen und da hat eigentlich der Gedanke gekommen, das habe ich mir auslassen, sowas muss man auch nicht bauen. Und versuche, ob man fahren kann oder nicht. Wann ist das Original gebaut worden? 1894. 1894, ja. Und ja, dann kamen Sie auf die Idee, das nachzubauen. Und was ist das für ein Material, was Sie da verwendet haben? Ja, das der Motor und das sind alles aus Oldtimer-Zeitschriften raus. Der ist Bauer 1928, den habe ich von Hannover gekriegt. Das Getriebe ist von Weiden und das andere ist eigentlich alles von mir gebaut worden. Wie lange haben Sie daran gebaut? Das sind 250 Arbeitsstunden ungefähr. Oh. Und Sie sind schon einmal mitgefahren? Ja, ja. Ich habe letzten Sonntag bei Mühldorf auf der Rennbahn gefahren. Wirklich? Ja? Aber Frau Vogel hat uns geschrieben, sie möchte mal groß an die Öffentlichkeit. Stimmt so. Das? Ja. Ja? Sie möchte doch mal das ganze Deutschland, Österreich und Schweiz das mal sehen. Im Fernsehen. Ja. Millionen Zuschauer werden Ihre tolle Arbeit mal bewundern können. Muss ich allerdings noch ein bisschen trainieren. Wenn wir wegfahren, habe ich immer noch Schwierigkeiten. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und meine zwei Jungs, die helfen mir. Einer hält mich. Und der andere, ich sage, einer ist der Schieber und der andere der Finger. Wenn ich den Start halten, brauche ich auch einen. Ja. Dann machen wir das. Ja? Ich bin schon überrascht. Ja, ich bedanke mich, Frau Vogel. Ja, bitte. Okay. Ha, Nachbar. Die größte Überraschung von Toni war nicht, dass ich in seiner Garage auf dem Gefährt saß, sondern der Ort, an dem er es mal richtig ausprobieren und testen konnte. Und zwar auf dem Nürburgring. Nicht jeder, der sonntags durch die Eifel fährt, hat einen Dachschaden oder ein Rad ab. Und Toni Wallner findet, herablassend sollte nur der Kran sein Einrad behandeln. Auch wenn es so aussieht, man trifft sich hier nicht zum Eishockey, sondern zum großen Fahrzeugtest auf dem Nürburgring. Toni Wallner demonstriert den perfekten Einraddress. Ein Halstuch gegen die Zugluft, zeitlos schwarzes Leder, solides Schuhwerk und eine ausreichend schutzbietende Kopfbedeckung. Und auf geht's. Wenige Handgriffe genügen, um die BMW K1100 und die KLE 500 von Kawasaki zu starten. Was dort dem interessierten Betrachter verborgen bleibt, erkennt er mühelos bei Tonis Einrad. Man sieht, wie Kettenreaktionen losgetreten werden. Und wie Mensch und Maschine ihr Gleichgewicht finden, wobei der Fahrer fast ganz ohne fremde Starthilfe auskommt. In der Nordschleife dann der erste Kurventest. Die deutsche und die japanische High-Tech-Maschine meistern ihn zufriedenstellend. Aber was ist das gegen den neuen Kurvenstar?
Mit einem Maximum an Schräglagenfreiheit und einer Nennleistung von 3,5 PS überzeugt das Wallnersche Einrad am meisten bei mittleren Geschwindigkeiten. Aus voller Fahrt nun der Bremstest. ABS und vordere Doppelscheibenbremse halten mit einem Bremsweg von 25,12 Meter, was die Münchner Konstrukteure sich versprachen. Das japanische Zweirad ist leichter, der Bremsweg um 2 cm kürzer. Ungebremste Freude daher bei den Kollegen aus Fernost. Die Funken von Tonis Doppelschuhbremse übertragen sich indes nicht auf die Jury. Und wie gut, dass keiner diesen Abgang mitbekommen hat. Deutsche wie japanische Hightech-Maschinen erfordern hochspezialisierte Teams für die Wartungsarbeiten. Toni Wallner wartet auch, allerdings auf die anderen. Geölt wird hier höchstens die Kehle. Und lediglich an den Bremsen wird noch ein bisschen gefeilt. Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,1 Sekunden. Und wie ein geölter Blitz auf diese Maschine. Aber das ist noch gar nichts gegen unsere Kamera. Während unseres gesamten Tests hat Toni allerdings niemals 100 Stundenkilometer erreicht. Ein Vergleich der Wendekreise war leider unmöglich, da die ansonsten hervorragende Teststrecke dafür nicht genügend Platz bot. Letztes Kriterium, Fahrsicherheit. Kleineren Unebenheiten im Straßenbelag weicht man mit zwei Rädern am besten aus. Wer dennoch draufhält, läuft Gefahr, zu Fuß weitergehen zu müssen. Erstaunlich ist dagegen die unbeirrbare Eleganz des Einrades. Damit ist es, wie nicht anders zu erwarten, Sieger im Vergleichstest. Auch heute Abend bei uns Toni Wallner. Ja, Toni, es war Ihr Wunsch, hè? Dass eine große Öffentlichkeit das mal sehen würde. Jetzt sind Sie ein berühmter Mann, das sage ich Ihnen. Ja, überall hat man es jetzt gesehen und ein Traum ist in Erfüllung gegangen, nehme ich an. Ja, sicher. Ja, ja. Aber ich habe noch, können Sie mir eben halten, das Mikro, ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie. Denn in der neuesten Ausgabe von dem Blatt Motorrad, schauen Sie mal hier, ein wunderbares Bild, ja, da, und dann noch zwei Seiten von dem ganzen Drehtag mit wunderbaren Bildern. Ja, ich schenke Ihnen das erste Exemplar und bedanke mich auch bei diesen Illustrierten, die uns geholfen haben, bei den Gags und so weiter. Und bei Frau Vogel selbstverständlich. Tolle Idee, Frau Vogel. Danke schön. Und weiter geht es.